Tja, man sollte nicht alles glauben, was einem angeboten wird. Denkt lieber laut und verkauft nicht eure Seele. Das singt die diesjährige slowenische Kandidatin Lea. Und sie meint damit die Werbeindustrie. Aber gilt das nicht eigentlich auch fürs Showgeschäft? Egal. Lea hat auf jede Versuchung eine Antwort, nämlich nein, danke. Für Slowenien, Lea Sirk mit Kvala ne. Nein, danke. Ich finde... Ja, bitte. Ja, bitte. Ich find sie cool. Sie ist richtig sympathisch, ja. Richtig cool. Ja, beim Refrain. Aber es ist eine tolle Person. Was meinen unsere Jury dazu? Sowas ist ja tatsächlich meine Musik. Ich mag ja so EDM, Electronic Dance Music, finde ich ja geil. Finde es ja auch schön, wenn Leute in ihrer Landessprache singen. Das macht sie anscheinend auch. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Ich hoffe mal auf die Top 10. Also sie ist ja schon mal ganz cool. Ich mag die. Jetzt gibt es bei dem Song nur ein Problem. Also, der ist ja soweit ganz gut, dann kommt diese Bridge, die auf diesen Refrain hinleitet und die ist auch noch gut und der Refrain ist dann irgendwie so... Ich habe irgendwie mal so einen Satz mir gemerkt, den Stefan Raab mal gesagt hat, wenn du eine gute Bridge hast, aber keinen guten Refrain, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Bridge schlechter zu machen oder den Refrain besser. Sie haben nichts von beiden gemacht und das ist ein Problem. Ich finde den Song anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mittlerweile zu alt bin für dieses Uff, 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 Uff. Ja, mir bleibt der Song nicht im Ohr. Ich finde, da fehlt so ein bisschen der Refrain, weil der ja eigentlich nur instrumental dann ist, beziehungsweise eben dieser Beat. Übersetzt heißt das ja Danke, nein. Also der Kommentar wird sozusagen schon vorweggegeben. Ja, danke, nein. Ich glaube, das wird nichts. Ihre Optik ist anders als bei den anderen Grazien, die ja sonst so rumlaufen. Die gefällt mir, die finde ich gut und für mich hat die auch Potenzial. Das könnte vielleicht noch mal so ein kleiner Geheimtipp sein. Ich finde die toll. Da könnte ich mir eine große Differenz vorstellen zwischen Jury und Publikumsvoting, könnte ich mir da vorstellen, dass das sehr auseinander liegt. Also mir gefällt Lea Sirk aus Slowenien. Ich mag das irgendwie. Die hat so Spaß bei ihrer Tätigkeit da. Also das ist alles nicht so richtig cool, weil das Outfit ist so ein bisschen uncool und wie die Ladies sich im Hintergrund bewegen, ist auch nicht 100% cool. Aber die haben wahnsinnig Spaß dabei. Das überzeugt mich irgendwie. Vala, nay, 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 nay. This has one of the best pre-choruses of the year, followed by one of the worst choruses. And that's why I love it. I'm not as excited about it as you are. I think this is just annoying. I hate the drop beat. You know, she dances like a badass, but like, I just wanna, nah. No. I think it's great. It's memorable. A hot mess, but a hot mess I enjoy. It's a hot mess. Ich finde auch die Botschaft ganz schön, dass man eben sich diesen ganzen Hypes und Massentrends nicht immer so hingeben sollte, sondern dass man auch mal sagen kann, Chwala, nee, nein, danke, das ist nichts für mich, da mache ich nicht mit. Ich bleibe individuell mit meinen pinken Haaren. Wobei, da ist ja nicht die einzige in diesem Jahr. Also ich finde es nicht so richtig interessant. Es macht mich unruhig, es macht mich so ein bisschen nervös. Das soll es doch nicht, oder? Nein. Nein, das soll es nicht. Aber Stefan, ihr überbietet euch schon wieder hier selbst bei den Kommentaren. Koscher schreibt uns, der Beat macht mich aggressiv und die Lichtshow verursacht epileptische Anfälle. Und der Grand Prix-Fan schreibt uns, in dem Kleid sieht sie aus wie ein Flughund. Torti Schlumpf schreibt, Beat gut, Song okay, Stimme nein, danke. Und Juko schreibt, richtig gute Nummer, verschönert mir jeden Morgen meine Fahrt auf dem Rad zur Arbeit. Das ist schon krass, ne? Kali schreibt, mein Lieblingssong, mein Gewinner, großartiger Song, kantig und frech, bitte, bitte Finale. Ah, echt, tatsächlich, ja, Gewinner, Larry, wow. Der Chill schreibt, aber nee, verstehe ich immer, Honey, nee, nee. William und Devin sind bestimmt große Fans von dem Song. Ja, hat man, die sind ja auch nicht so ganz einer Meinung bei dem Song, ne? Die Maibowle schreibt uns, wenn man den Ton ausschaltet und aus dem Fenster guckt, dann geht's eigentlich. Das ist so ein guter Kommentar, den klaue ich mir für nächstes Jahr. Ja, dürfen uns den trauen, klauen. Kippi schreibt, am Anfang habe ich es gemocht, aber nach 10 Mal hören wird es langweilig. Leider ist der Beat überhaupt nicht geglückt. Ja, und Caro schreibt, total langweiliger Song. Nur der Übergang zum Refrain ist einigermaßen gut. Der Rest überzeugt kaum. Und Kippi, am Anfang habe ich gemocht, aber nach 10 Mal hören wird es langweilig. Ja, das habe ich. Ups, hast du schon vorgelesen? Das tut mir leid. Aber du machst nichts. Oh.
Entschuldigung. Ja, es sind so viele Kommentare, da kommt man manchmal durcheinander. Total. Auch Julian schreibt uns, das hatte ja eben in unserer Jury auch schon ein Experte gesagt, ist das ein Tutorial, wie man eine geile Bridge kaputt macht durch den Refrain? Ich glaube, Konzi hatte das auch so ein bisschen angerissen. Die Bridge ist auf jeden Fall toll. Es war ja übrigens so, dass beim slowenischen Vorentscheid dieses Jahr die Ansage war, es darf nur noch in Landessprache gesungen werden. Genau. Oder in den Minderheitensprachen. Da gibt es diverse, unter anderem sogar Deutsch. Ja, und deshalb ist der Song jetzt auf Slowenisch. Ja, ich bin ganz gespannt, wie sie es in Lissabon macht, weil ich glaube, sie war gar nicht so glücklich darüber. Sie wollte, glaube ich, gerne auch einen Teil, irgendwie wenigstens eine Zeile auf Englisch oder Portugiesisch singen. Mal gucken, wie die sich dann einigen werden und wie es dann am Ende aussieht. Ja. Auf jeden Fall werden wir coole Tänzer sehen. Genau. Reden wir über sie, genau. Sie ist ja eine Wiederholungstäterin, könnte man sagen. Ja, wir haben ein Video ausgegraben von 2014. Genau, da war sie schon Background-Sängerin beim ESC. Sie hat auch schon dreimal beim slowenischen Vorentscheid teilgenommen. Und sie hat ja auch eine musikalische Geschichte, wie so viele. Genau, und zwar eine ganz interessante. Was macht sie? Ja, ich habe es gesehen, als ich die Künstlerin eben mit der Flöte in der Hand sah. Sie hat tatsächlich auch Flöte studiert. Mhm, in Genf. Ganz abgefahren, aber es ist so ein bisschen anders als dieses, war in einer Castingshow, hat Musical studiert. Sie hat halt Flöte studiert. Ja, und sogar auch mal einen Wettbewerb gewonnen. Also ist eine richtig gute Flötistin. Mhm. Umso interessanter, was sie jetzt für Musik macht. Ja. Ja. Ja, schade, dass die Flöte nicht auf der Bühne dabei ist. Aber dafür haben wir ja im ersten Halbfinale den Flöten. Nee, im zweiten Halbfinale ist ja schon ein Mann mit Flöte auf der Bühne. Von daher ganz gut, dass sie zu Hause bleibt. Der hessische Junge schreibt uns gerade ein Elektro-Pop-Song mit toller Live-Performance. Ich sage Koala ja, statt Koala nee. Ja, Fine schreibt, ich will zwar nicht, aber ich wippe mit. Wippe mit und Swirly Whirly Dove schreibt, klingt wie ein Zahnarztbesuch. Oh. Mal gucken, wie sich das in Punkten bei euch niederschlägt und vor allem bei Stefan und mir. Wir sind ja heute in ausgesprochener Punktevergabelaune. 5 und 6 Punkte von uns beiden. Und ihr gebt im Schnitt 6,2 Punkte für Slowenien.